Da. Was? Hier? Sonntag 15 Uhr, ich chill allein in meiner Crib. Sollen wir mal bereit machen? Wollt Angelo nicht mitspielen? Ja, Angelo probiert gerade was aus, aber der ist gerade auf Klo. Ich weiß nicht, ob Schitten, Durchfall oder halt auch die Kotzerei. Liebe Freunde, lasst uns die Krone holen. John? Ja? Konzentrier dich. Wir wollen die Krone, beide. Brauch ich nicht. Ich brauch keine Geschichte. Hast du schon eine? Nö. Ich hab das ja, wie gesagt, nicht mehr gespielt. Hast du nochmal gespielt? Aha, das heißt eigentlich, also ist ja... Ey, hier ist noch ein Kaktus. Ich sehe mehrere Kakteen. Ja, ja, natürlich. Fuck, Alter. Ich hab verloren. Ist das so? Du kannst, wenn du diesen Dive machst, ne, auf jeden Fall sehr viele gute Stunts machen, ja. Also der Dive ist gar nicht so unüberlebenswichtig. Ich weiß gar nicht, wie der Dive genau funktioniert. Oh, das musst du auf jeden Fall lernen, weil der ist wirklich sehr, sehr notwendig. Und wenn du manchmal hochklettern möchtest, dann kannst du springen und halt greifen. Dann klammert er sich irgendwo fest. Also vergiss das nicht. Ich gebe dir so viele Tipps, wie ich kann jetzt. Danke. Weil ich will, dass wir beide, ne? So, schaffst du es, Bro? Ah, ich bin hingefallen. Aber schaffst du es noch? Easy. Ich bin drin. Du bist drin? Ich auch. Aber knapp. Das war sehr close. Ich glaube, Platz 41 oder so, 40 gewesen. Ich war 26 oder so. Echt jetzt? So gut? Nein, nicht dieses Dreckslevel, Alter. Nein. Lass ganz kurz davor, kurz vorm Durchtritt in die neue Stage einfach jemand anderen durchlaufen. Ja, aber deswegen ist, alle wollen da durch, dann ist das so ultra das Quetsche. Bro, was machst du, wenn Sommerschussverkauf ist? Hä? Was machst du? Oh, ich seh dich, du bist ganz rechts. Ich bin ganz rechts, ja. Sommerschussverkauf. Was machst du? Sommerschlussverkauf? Ja. Mach den Dive, John. Den Dive brauchst du hier echt dringend. Damit du ich weiß, wie der geht. Und auch manchmal einfach nur springen. Weil dann, wenn du manchmal richtig springst, dann springst du manchmal auf den drauf und dann drüber auch. Warum ich das weiß? Keine Ahnung, ich sag's einfach. Vielleicht ist es auch kompletter Quatsch. Aber ist mir schon mal passiert. Guck, da. Boom, zack. Und hier, wenn du runterspringst, am besten irgendwo in zur Seite. Und klappt das bei dir? Ich schaff's auch. Ey, ich muss genau hinter mir. Easy. Ja, easy. Safe. Ich hab ja so zwischenzeitlich hab ich bei euch in den Chat reingeguckt. Nee, zu zweit, aber wir sind Runde 3. Du hast ein bisschen reingeguckt. Ja, ich hab gesehen, dass der Chat da manchmal über dich geschrieben hat. So. Da hab ich gesehen, dass auf einmal Angelo so eine Rede gehalten hat. Alter, Angelo hat die krasse Rede gehalten, Alter. Ich dachte, das ist Trump hier in meinem Zimmer. Nein, Spaß. Ich hab mich nur gefragt, so, ey, wann küssen die sich eigentlich? Wir haben uns geküsst. Ja, hab ich mir schon gedacht. Ist es ein Problem für dich, dass wir uns geküsst haben, oder was? Nee, ist ein bisschen neidisch da. Oh, ich hasse dieses. Hier ist so ein kleiner Bastard. Okay. Ey. Das ist unglaublich. Weißt du, von wem ich angegriffen werde? Von einem Blauen. Weißt du, welche Farbe wir sind? Blau. Das ist lächerlich. Ja. Ich halte hier alle zurück. Ja, bleib du mal drin im Nest. Die werfen die Eier raus, Alter. Ich werf die Eier die ganze Zeit rein. Nee, hier sind welche, die werfen die Eier raus. Alter, die Roten kommen alle zu uns. Ja, weil die merken, dass wir die Schwächeren sind. Das Ding ist... Sind sie goldene Eier. Wie... Oh. Das sind alle bei uns. Oh mein Gott, fliegen wir jetzt raus? Okay, blau ist... Ja, okay, wir sind blau. Oh, scheiße, ich wollte gerade sagen, blau ist richtig scheiße. Hey, John, du merkst jetzt gerade, dass wir erst blau sind. Das ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Ja, aber die sind alle bei uns. Was machen die denn? Ey, wir sind am Verlieren. Wir haben 5 Punkte. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es so sehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so gescriptet ist, dass ich genau verliere. Es ist alles... Also, tatsächlich ist alles schlecht, was hier passiert gerade. Keine Ahnung, wir haben, guck mal, der Gegner hat 28 Eier, der andere Gegner hat 17 Eier und wir haben 2 Eier. Also, irgendwas ist doch hier Cheating, oder? Ich bin hier, ich resigniere, ich kann nichts mehr. Wofür kämpfen, wenn man kein Schwert hat? Das klingt sehr metaphorisch und sehr tiefgründig, aber hat eigentlich gar keine Tiefe. Ich bin einfach nur fucking extremst beleidigt gerade. Ja, wir sind raus. Ja. Klar, natürlich, wir haben auch direkt 7 gehabt. Wir haben einfach 0 Eier gehabt. Echt? Ja, also das bringt nichts. Das bringt nichts halt, ne? So, ich bin Level 10. Oha, Alter, hast du doch noch einiges gespielt. Welches Level hast du, John? Angelo jetzt ins Büro, oder was? Ich glaube, Angelo debattiert gerade mit sich selber, ob der nochmal rübergehen sollte, weil der auf dem Mac nochmal Steam hätte. Ja, soll er seinen scheiß Laptop holen und installieren?
John sagt, du sollst dich scheiß nochmal ins Knie ficken und deinen scheiß Laptop holen. Okay, jetzt hört Angelo dich. Ich hab gesagt, Angelo, hol deinen Laptop hier jetzt mal. Ich weiß ja gar nicht, was machen. Da gibt's nichts zu debattieren. Du musst ja mal machen. Oh, ich bin noch rüber! Spring, Junge. Alter, ich bin Killer, Alter, spring. Killer! Oh, nein. Alter, wie kommt der denn noch? Oh. Wir sind gut, John, wir sind genau nebeneinander. Nein, ich bin schon weiter vorne, ganz weit vorne. Du bist viel weiter vorne als ich. Aber ich würde mal sagen, ich glaube, zu den Qualifizierten komme ich auch. Oh, fuck you. Shit. Ey, ich bin schon drinne! Du bist schon drinne? Easy. Ja, natürlich, so redet ein Cheater halt, ne? Killer. Ich bin schon drinne. Killer. Qualifiziert 17 auf Platz. Welcher Platz warst du? Ich war Zweiter. Aua. Ey, ich guck einem zu, der war ganz hinten noch bei der ersten Tür, Alter. So ein Loser! Scheiße, eigentlich müssen wir noch einen. Was? Eigentlich müssen wir doch einen Döner essen. Das ist das erste Mal, dass du deinen Gedanken wieder ausgesprochen hast, ne? Ich hasse das ja an dir, ne? Du fängst so einen Satz an, hörst in der Mitte auf und dann redest du einfach nicht mehr weiter und ich warte einfach die ganze Zeit. Ich hab den fucking Satz doch zu Ende gesprochen. Ich hab gesagt, wir würden gerne einen fucking Döner essen, hab ich doch gesagt. Ich hab doch ganz normal gesagt, dass wir einen Döner essen, dass es cool wäre. Du hast gesagt, es wäre wirklich cool und dann hast du erstmal aufgehört. Ja, und dann hab ich ihn zu Ende gebracht. Als ich fucking reflektiert habe, dass es ein richtiger guter Satz ist. Habe ich den zu Ende gebracht? Ja, habe ich. Ja, hast du. Nachdem du gemerkt hast, wie scheiße das eigentlich ist. Nee, warum? Doch. Weil du das jahrelang gemacht hast. Ne? Jahrelang abgefuckt. Ey, du hast jahrelang abgefuckt, weil ich anscheinend immer einen Satz angefangen habe und nicht zu Ende gebracht habe. Klar, du hast das gemacht. Das ist nicht anscheinend. Ich habe das nie gemacht. Natürlich, ich habe es vielleicht ein, zwei Mal gemacht. Immer. So oft wie jeder normale Mensch. Keanu Reeves. Kennst du Keanu Reeves? Natürlich kenne ich Keanu Reeves. Ja, siehst du. Was hat Keanu Reeves jetzt gesagt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kenne ihn noch nicht. Mann, Alter, so eine Scheiße, du redest. Meld dich bei meinem Manager, wenn du Streit haben möchtest. Annika? Ja, sag ich ihr. Ja. Annika? Du bist ein Wichser. Dann sag ich, okay. Ja, sagt ihr, okay. Ja, und dafür prügelt ihr mich ja toll. Ja, eben. Urlaub, nö. Wow, Platz 29, das war sehr fucking close, Alter. Wir haben noch nie so krass hintereinander die erste Runde einfach überstanden, ne? Läuft. Du redest gerade von Pro zu einem Giga. Giga steht über Pro, sorry. Das bin ich, Giga. Julian Giga Bam, soll mich meine Mom damals immer genannt in der Schule. Giga Wichser bist du, ja. Spielt Angelo mit, also Angelo versucht gerade, installiert gerade Steam hier auf dem Handy. Was ist das denn? Das kenne ich gar nicht. Chat, kennen wir das? Doch, du musst den Schwanz kümmern, Schwanz. Schwanz. Meme dafür. Ja, das Spiel heißt. Hä, hey, aber den ich kenne ein anderes Schwanzgame mit richtigen Schwänzen. Ey, halt mich doch nicht fest. Oh. Bro. Ruhe. Das kenne ich tatsächlich nicht. Aber nur am Ende zählt, ne? Ja, nur am Ende zählt. Oh, ich habe den Schwanz getaked einfach. Ja. Ich habe einen Schwanz. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich einen fucking Schwanz, Mann. Alter, mein Schwanz wurde einfach gerade genommen. Von einem Teammember oder was? Es gibt kein Teammember. Ist das so? Stummi, Bumi, Rumi. Stummi hat mich gehostet. Nur weil er gesehen hat, dass ich den längsten Schwanz hier in diesem Spiel habe. Und zack, und ich habe wieder einen Schwanz. Stummi, hast du es gesehen? Ich wollte heute eigentlich mit Sturmi auch Fall Guys spielen, aber der meinte, nee, Digi, ich habe einfach gar keinen Bock mehr auf Leute, die ganz so extrem alkoholsüchtig sind. Kann ich verstehen nach diesem Video, was wir gedreht haben mit dem Rotwein und sowas, wo ich ihn eigentlich dazu gezwungen habe. Also Leute, falls ihr denkt, dass Sturmi ein Alkoholiker ist, ja, das ist er tatsächlich sogar. Der hat mich nämlich eigentlich überredet. Oh, 8 Sekunden noch. Ich bin ausgeschieden. Alter, der letzten Moment hat er mir meinen Schwanz genommen. Ja. Das hat sie auch damals zu mir gesagt. Und dann war sie weg. Und zwar mit meinem Haus, mit meinem Auto und mit meinem Bruder. Alter, das ist so richtig traurig. Ey, Stomi, wann zocken wir nochmal zusammen? Wir haben noch nie zusammen gezockt. Gar keinen Bock auf Stomi. Ist Stomi noch da? Nein, Stomi ist nicht mehr da. Also, Stomi hat gehostet. Stomi hat gehostet und ist komplett direkt in Urlaub gefahren. Ich habe einfach so ein Man hier unten unter dem Table. Klappt das irgendwie? Nee, ne? Hallo. Da ist er. Spiel du. Oha. Ey, Angelo spielt jetzt für mich. Ich kommentiere, ich bin der Kommentator. Da hat der Kopf. Okay.
So, liebe Freunde, sehen hier einen Kaktus, sehr spitzfindig, versucht er hier hochzugleiten, aber natürlich failt er, weil er natürlich mit dem Controller nicht so gut ankommt, sehr gut zurechtkommt. Er ist letztendlich auch ein PlayStation-Spieler und hier haben wir ihn ganz versiert, ganz zielgerichtet mit dem Ziel, ins Ziel zu kommen, schlängelt er sich durch die Ventilatoren, aber schafft es dennoch nicht unter die Top 40, aber er täuscht die komplette Masse und bleibt dennoch hängen zwischen den Türen und läuft und läuft und läuft. Die Bälle, die größer sind als seine eigenen Bälle, treten ihn nicht zurück, denn sein Ball ist immer noch der größte. Und hier haben wir auch ein bisschen Schleim auf der Spur, aber das macht ihn nichts, denn er ist ein fucking Kaktus und siegt mit dem Nix-Platz hier. Ich schwöre, Angelo sagt vorhin noch so, ey, du bist erst Level 9? Ey, das war so knapp, Mann. Warte, wir steigen aus und Angelo macht nochmal. Also hier, dieses Stück Kopfhaut, das ist Angelo, einer der besten Pro-Gamer Italiens. Ah, ist gerade Submode drin, ne? Ah, bei mir ist gerade Submode drin. Deswegen können die meisten von Sturmi nicht schreiben. Es tut mir mega leid. Aber Submode machen wir wirklich nur in Fällen der Fällen. Und das ist, wenn... Wenn wir Geld brauchen. Nee. Ich würde mich an einem Witz anhängen, ne? Und gerne auch weitererzählen, aber ich will hier keine Unwahrheiten verbreiten, so, ne? Wenn Thomas oder die Mods entscheiden, dass Submode ist, dann ist wirklich hier irgendwas richtig am Stören. Ich würde gerne wissen, was das war. Hellfox schreibt nicht nur der Submode, sondern auch der Chat ist broke bei dir. Ach, Freunde. Ich weiß auch gerade nicht, was war los im Chat? Freunde, was war los im Chat? Warum war Submode, Bro? Bros and Sis. Bei euch, bei LFL, bei dir ist Twitch ging jetzt halt schon das Stunden broke. So ist chilliger für die Mods. Ich glaube, manchmal tut es auch einfach gut, mal kurz Submode anzuschalten, weil die Mods, ihr dürft nicht vergessen, die Mods sind die ganze Zeit hier am Deleten oder hier am Spam, ne? Und dass die Mods einfach mal kurz abschalten können, kurz mal verschnaufen können, ne? Weil es kommen viele Leute, die hier einfach nur vielleicht haten, weil ganz ehrlich, wenn man meine Fresse sieht, ich würde mich selber haten, lol. Ich bin drunk, ich bin nicht drunk, ich bin einfach nur talkative. Talkative im Sinne von talkative. Das ist das schlimmste Beispiel, so bist du betrunken? Nein, ich bin nur talkative. Talkative im Sinne von talkative. Bruder, es geht hier gleich los. John? Ja. Du musst auch was trinken. Du musst auch was trinken. Ich bin die ganze Zeit am Trinken, Alter. Ah, ja, ja. What the fuck, Alter? Wir sind das schlechteste Beispiel hier gerade auf Twitch online, wa? Oha, was ist das denn hier? Ich kenn das nicht! Okay, das ist geil. Du musst echt spät rübersteigen, ja, liebe Freunde. Das ist ein Challenge des längeren Hodens hier, ja? Okay, den habe ich auf jeden Fall. Ich mach keine Witze mit, oh, ich habe den längsten Pimmel oder sonst was. Hey, was muss ich denn überhaupt machen? Finde ich geschmackslos. Hier geht's um den Hoden. Ich bin ausgeschieden. Du bist ausgeschieden. Du hast anscheinend einen sehr dünnen, also von der Hautstruktur her, einen sehr dünnen Hoden. Wollte ich jetzt einfach nur vermerkt haben. Ey, Caramind. What the fuck? Du rastest komplett wieder aus. Ich verschwinde da wieder mal. Hätte gerne noch einen Win gesehen. Ey, es tut mir leid. Er kommt da noch. Es kommt noch, schreibt, sagt Angelo gerade hier. Flüstert er immer links so ein. Warum kriegt Angelo keinen mehr hoch? What? Das weiß ich auch nicht. Oh mein Gott, beide ausgeschieden. John ist gar nicht live. John ist nicht live, der war noch nie live. Ich bin nicht live. Alles, nein, was ihr gedacht live. Habt, dass er live war, ich ist erstunken auch. Und ertrogen. Ich bin auf Chillo-Basis bin ich heute da. Angelo ist wieder back, schön dich wieder zu sehen. Ich war die ganze Zeit da, aber nicht zu sehen. Auf einer ganz anderen Ebene, auf einer Ebene des Verlierens. Ebene? Spiel ich jetzt gegen Angelo wieder? Nein, du spielst gegen mich und du weißt, was es bedeutet. Achso, okay, da muss ich mir ja nicht so viel Mühe geben. Hä? Du weißt ganz genau, dass ich die ganze Zeit weiter... Ey, ganz ehrlich, was soll das denn eigentlich so, ne? Können wir kein einziges fucking Spiel zusammenspielen? Ich meine... Wir spielen doch die ganze Zeit zusammen, was willst du? Ja eben, warum disst du mich dann? Warum disst du mich? Ich beleidige dich. Du weißt ganz genau, was du letztes Mal, als wir das gespielt haben, aber gemacht hast. Aber, hey... Einfach tausendmal die ganze Zeit einfach nur... Ja, so kann ich nicht dissen. Deswegen, gehen wir einfach mal auf, John. Hau mir mal ein paar Mal drauf. Ich ey, bin, Leute, geh mal rein in den Chat. Sag dem, dass der John dumm ist. Ey, das habe ich nie gesagt. Das hat Joe. Das hat Zoe gesagt. Zoe war das. Das hast du gesagt. Zoe hat schlecht über dich geredet, nicht? In dem Moment dachte ich nur, so ein kleiner. Hast du meine Mom beleidigt? Hustensaft, Alter. Hustensaft habe ich gesagt. Meine Mom, was denkst du, Alter? Die Socken wechseln. Ich würde niemals die Mühe beleidigen. Ich habe Hustensaft gesagt. Also ganz genau, Chat kann bestätigen. Habt ihr alles auf Video? Kann ich bestätigen. Ich hänge fest, Alter! Ja, weil du ein Noob bist, weil du ein Mutterbeleidigender bist. Nee. Ich bin Platz 23. Ist Hustensaft mittlerweile eine Beleidigung? Ja, meine Mom ist extremst
komplett aggressiv allergisch gegen Hustensaft. Das finde ich sehr, sehr traurig, dass du sowas raus hast. Deswegen, so gut kenne ich deine Mama nicht. Kann ich ja nicht wissen, aber gut, dass du mir sagst. Digga, du kennst meine Mama besser, als ich selber sie kenne. Das ist aber schon ein trauriger Fakt, Digga. Ja, natürlich, deswegen weine ich auch jede Nacht, aber trotzdem, du kennst meine Mama so gut. Meine Mama liebt schon mehr als mich. Meine Mama liebt dich wirklich wie fast ein Sohn. Aber meine Mama war auch so, die sagt, nicht mehr hier gewesen. Die hat sich gefreut. Ganz krasser Fakt. Mui, also die Mama von Ju, die dachte, die ersten 5 Jahre oder so, wo sie mich kannte, dachte sie, dass ich schwul bin. Das war voll interessant. Ja. Sie dachte so, warum? Ja, weil du trägst immer diese Jogginghosen mit den... Ihr müsst verzeihen, ne? Also wenn das jetzt irgendwie negativ rüberkommt, meine Mom spricht halt sehr oft einfach das aus, was sie halt fühlt, was sie denkt. Das war ja gar nicht negativ gemeint. Sie dachte nur einfach vom Gefühl her, dass ich schwul bin. Ja, und das hat ihr einfach geglaubt. Das Level kenn ich nicht. Ich kenn das auch nicht. Was muss man machen? Lass dich nicht verhexen. Ich darf mich nicht verhexen lassen. Wie verhext sich denn jemand? Ah, okay, nee, das sind so gelbe Charakter mit so einem lilanen Rauch um sich herum. Ich glaube, wenn die dich berühren, dann bist du verhext. Alter, ich catch mich hier mit 2 Leuten. Wollt ihr Prügel? Komm her. Hä, aber wie verhext sich die denn? Du musst sie grabben. Das ist so ein bisschen wie Fangen spielen. Ich glaube, dann geht das über auf die anderen. Ich grabbe die ganze Zeit. Ja, fuck, nein, ich wurde gegrabbt. Wir sind qualifiziert. Ganz ehrlich, wir sind qualifiziert, aber ich habe das Spiel trotzdem nicht verstanden. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich bin im Kreis gelaufen. Wow, Ju ist die Beste. Das ist richtig. So ein Channel wie deiner wird es wirklich nie mehr geben. Du kannst wirklich stolz für deine Arbeit sein. Es ist nicht, wie gesagt, ne, ich bin immer der Fan davon, dass ich nicht sage, es ist meine Arbeit, es ist unsere Arbeit. Ich war kein Lone Wolf, der dich hier alleine durchgeballert hat. Da waren teilweise Leute wie Angelo drin, teilweise gab es Leute, die halt so wirklich uns auch gegen die, ne, Indie-Karten gespielt haben. So Leute wie John zum Beispiel hier, der auch sich ganz klar hier als Feind darstellen möchte in diesem Spiel hier, ne, der auch mir das Leben sehr erschwert hat, ne, bei den Videos. Will ich nur ganz klar sagen, nein, Spaß. Aber weißt John, du, warum ich das gemacht habe? Warum? Ich dachte immer, jeder Mensch braucht im Leben eine Challenge. Stark. Wo geht's lang? Hier! Ah! Ah, nein! Nein. Ey, easy, du musst einfach die anderen vorschicken lassen. Und du musst aber grabben, damit du nicht runterfällst. Fertig, aufs Ende. Das klappt nicht, oder? Niemals. Scheiße. Muss mal ein bisschen warten. Aber jetzt, gerade zu dem Moment, kannst du noch ein bisschen vorlaufen. Nee, ich meine so, dass du da noch joinst mit Steam. Nein, das kann ich nicht. Ich grab einfach. Ich schub sie einfach da rein. Ich grab mich lieber. Oha, keiner will hier lang. Zack, 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 zack. Nein! Dieser Schrei, Alter, könnte Hollywood reif einfach. Zack, hier muss ich auch bestimmt drauf. Oha, das wird happig wird das hier. Oha, oha! Platz 5, ich bin drin! Bro, ich auch. Okay, Finale. Bro, Finale. Entweder fällst du komplett durch oder... Du gewinnst wie ich. Aber ich glaube, es gibt einen Hack dabei, wenn du die Kamera von ganz oben machst. Genau. Die Kamera einfach ganz oben machen. Nein, Alter, ich bin schon auf dem Blauen. Ich kenne das Level nicht. Nein, das ist wirklich. Oh mein Gott, ich bin so weit runter schon. Oh mein Gott. Alles gut. Fuck. Alles gut. Scheiße, ich bin halt gerade einfach 10 Level runtergefallen. Oh mein Gott. Einfach nur laufen. Lauf einfach nur, spring nicht. Einfach nur laufen. Aber springen ist schon wichtig. In der letzten Stage muss man schon springen. Apple Watch explodiert gleich. Genau das. Fuck! Genau das. Fuck. Ey, ich will einfach die Krone. Entweder holt Angelo mir sie oder ich hol mir sie. Nein! Oh mein Gott, ich bin Vorletzter! Echt jetzt? Ja! Nur weil ich ausgerutscht bin. Chat lügt, John. Man ist von mir gewohnt, dass ich so laut ins Mikro schreie. Ist das so? Ja, du bist heute auf jeden Fall ein bisschen lauter. Man merkt auf jeden Fall, da ist ein bisschen Intus an Heroin wieder in deinem Blut, ne? Ja, es ist ein stressiger Tag. Was machst du? Du musst laufen.
Nein, hier. Oh mein Gott, Alter, die kleinen Wichser, Alter. Ich hasse okay, sie alle. Okay, Angelo wartet. Angelo, bist du lost? Du bist auf jeden Fall noch null. Halt, versuch mich noch einmal festzuhalten. Oh, manche sind schon im Ziel. Ne? Du bist weit entfernt vom Ziel. Ja, ja. Bei dem Wippen-Game ist das noch was anderes. Dieses Wippen-Game ist aber auch sehr schwer, sehr schwierig. Ja, aber guck mal, diese blaue Wippe ist jetzt schon so. Du bist drunk, er spricht Mandarin. Boah, mein Gott. Ich bin nicht drunk, ich bin nur einfach extremst durstig. Ey, wenn dieser kleine Missgeburt hinfällt von Charakter, dann kann ich einfach nicht mehr aufstehen. Ey, Missgeburt sagt man nicht. Weiß doch. Ich gar nicht. Ich weiß mittlerweile bei vielen Worten manchmal gar nicht mehr, was political correct ist, ne? Also, wir achten ja immer sehr krass darauf, so, ne? Und manchmal, wir wissen es, ne? Also, ich will jetzt einfach bei ganz true sein. Wir sagen ganz oft Sachen, wo wir halt dann, wo später uns jemand darauf hinweist, ist nicht political correct. Aber wenn wir teilweise Sachen sagen, dann meinen wir das ja eigentlich nie negativ, nie böse, nie absichtlich böse. Klar, kann man in dem Sinne halt sagen, jo, das ist dann aber nicht bewusst und ihr müsst euch bewusst sein, vor allem Leute, die in der Öffentlichkeit sind. Aber falls mir mal was rausrutschen sollte, ne, an der Stelle will ich ganz klar sagen, dann wusste ich es vielleicht nicht besser in dem Moment. Oder vielleicht war ich einfach nur so, wie ich privat bin und ich versuche eigentlich in Streams nicht so privat wie möglich zu sein. Man kann ja auch lernen und viele Sachen sage ich mittlerweile nicht mehr, weil ich es selber auch fühle, die sind nicht political correct. Ja. Fertig aufs Ende. So. Ja. Aber trotzdem rutscht manchmal was raus, ne? Also auch nichts Schlimmes jetzt, aber wo dann Leute, also in Real Life mich darauf hinweisen, das ist mittlerweile auch nicht mehr political correct. Danke, Jonathan. Wo ich sage, okay, krass, das hatte ich gar nicht so, war gar nicht jetzt so in meinem Bilde. Ja, wie gesagt, man kann ja einfach lernen. Ich würde auch nicht sagen aus Fehlern. Das ist eigentlich meine Intention dieser Ansprache hier, dass ich gar nicht sage, dass es ein Fehler ist. Weil so, um dich mal zu unterbrechen, wer spielt gerade von euch? Ich. Hä? Niemand. Warum muss ich raus und Angelo nicht, wenn man rausfliegt? Ich besser bin. Alter, es gibt ein gelbes Ei, es gibt mehr Punkte. Ja, ja, goldene Eier geben mehr. Ah, interessant. Ich bin Ghost of Tsushima, bin ich ein Pro. Das stimmt. Wie alt ist Angelo? Der ist viel zu alt für Angelo für 45. Angelo 70. Wie kriege ich Eier eigentlich hier raus, sag mal? Das ist die Frage, ne? Ey, dieses Spiel ist so scheiße, Alter. Das ist so ein Kackspiel, Mann. Ey, gleich bin ich wieder dran, ich hole mir die Krone. Fein. Alter, du bist extrem in einem guten Team. Nee, gar nicht. Doch, du bist in einem guten Team. Du bist safe. Welche Nummer ist Angelo? Der Angelo ist gerade gelb. Gelb ist die Farbe des Neides und das merkt man ja ganz auch ganz klar bei den Gegnern, dass sie sehr, sehr neidisch sind auf den Erfolg von dem gelben Team. Weil die haben 28 Punkte, Platz 1. Das nächste Mal gehe ich wieder mit dem Schwanz suchen. John, du kannst mir doch zuschauen. Hast du nicht gemacht, zuschauen? Bist du in der Lobby? Nein, ich bin nicht in der Lobby. Ich bin 2083. Das Ding ist, ich wollte nur sagen, dass ich es unfair finde, dass ich, wenn ich rausfliege, muss ich zugucken, aber wenn Angelo rausfliegt, dann muss ich rausgehen, auch wenn ich gewonnen habe. Muss ich nur sagen. Wow. Ich hab Schwanz genommen, Bro. Bro, ich hab Schwanz in meiner Hand. Irgendjemand, der hat meinen Schwanz genommen. Das habe ich noch nie gesagt. Erstens. Irgendjemand hat meinen Schwanz in die Hand genommen. Was hast du nie gesagt? Irgendjemand hat meinen Pimmel genommen. Nee, du hast das nicht gesagt. Ich hab einen Pimmel. Ich hab einen Pimmel im Arsch. Ja, dazu kenne ich ein lustiges Meme. Ja, ne, Achi, meine Sachen, die ich sage, meine Bedenken, die werden aber ignoriert. Weil die beiden da drüben, das sind die größten Arschlöcher. Nee, stimmt gar nicht. Ja, nein, ich habe meinem eigenen Teammember einen Pimmel genommen. Ja. Nein, das war nicht gut. Er ist sauer, er holt seinen Pimmel wieder zurück. Also, oh Gott. Dein Schwanz, meine ich, Schwanz. Oh Gott, sorry. Du bist noch nicht drunk. Ich bin nicht drunk, ich bin nur geistig erweitert worden. Auf jeden Fall. Gott, er hat meinen Schwanz wieder. Ich hab einen Schwanz nicht mehr. Doch, ich hab den Schwanz. Ich bin qualifiziert mit meinem Schwanz. Der ist riesig. War das knapp, ey. Noch im Sprung, ey. Im Sprung noch Schwanz genommen. Ey, Bros and Sis. Brosis. Chat heißt ab jetzt Brosis. Mega wack eigentlich, aber wir holen uns die Krone. Das ist heute der Tag. Der Tag der Krone, sagt man auch. 7. So, gut. So. Mach jetzt mal eine Pose.
bedeutet eigentlich. Ja, ja. Nein. Oh mein Gott. Also Frontflip. Ey, der Typ da vorne hat Power, Digga. Und jetzt rechts. Der hat richtig Eier. Und jetzt geradeaus. Geradeaus. Brau! Okay. Ich kann es schaffen. Ziemlich weit. Aber ein weiter geradeaus. Guck mal, die links. Geh links. Wir springen rüber. Ja. Geh links. Nein, rechts. Links. Ja. Oh, links. I told you. Jetzt. Yes. Alter, Flip. Wow. Das ist fucking besser als die WM gerade. Nee, Digga, das ist die WM, Alter. Das ist komplett. Die wurde komplett umgestaltet auf hier, dieses Game hier. So, Konzentration. Es sind nicht mehr, es sind nur noch 7 Leute im Game. 7 Leute, Freunde. Okay. Oh, der easy. Fällt genommen. Alles gut. Außen. Immer außen bleiben. Hä? Ich würde aber immer die inneren erst wegmachen, weil dann können die anderen durchfallen. True. Sehr gut. Lauf, kleiner Kaktus, lauf! Du bist es. Lila. Oh, spring rüber! Spring rüber! Du musst. Nice. Nein. Oh! Dieser Kaktus ist nicht. Alles gut. Oh nein, oh mein Gott! Oh mein Gott! Da sieht man den Unterschied zwischen mir und Angelo. Ich bin einfach nur am Schreien und schreie einfach, oh mein Gott, Angelo ist alles gut. Schaffst du. Na, wie beim Dreh, oh, genau wie beim Dreh. Safe, wie beim Dreh. Ultra beruhigend. Angelo hat einfach diese Weisheit in seiner Stimme, egal was er sagt. Alles gut, schaffst du. Ich glaub auch an dich. Ich glaube, das Ding ist, Angelo hat noch Hoffnung. Ich denke realistisch. Keule. Ja. Was für eine Keule? Oh mein Gott. Das war nicht so gut. Auf die gelben schaffst du es noch. Hier, du musst da durch. Ja, okay. Machbar. Ey, ich glaube, ein Feld kannst du auch einfach springen, ne? Ohne zu diven. Ja. Wollte ich nur sagen. Nach rechts. Da musst du diven, genau. Nice. Nein. Oh nein, Bro! Ey, so keiner ausgeschieden. Oh mein Gott. Doch einer ist ausgeschieden. Aber die anderen sind noch alle oben. Bro, das wird heftig jetzt. Das wird heftig! Meine Güte. Der Kaktus mit dem blauen Bären auf seinen Kopf läuft um sein Leben. Wird er es schaffen? Oh, der Dino holt ihn. Oh, der Dino ist runtergefallen. Chill, du hast noch viel Fläche. Wenn du das schaffst. Es sind noch zwei andere. Ne, ein anderer mit dir drinne. Der ist aber über dir. Warum gehst du da lang? Nein! Was? Oh mein Gott, der war noch ganz oben. Ich habe Fehler gemacht. Mehrere gleichzeitig. Ja, das ist richtig. Ein bisschen diese Krone bekommen. Achso, ich mach nicht. Du bist dran jetzt. Wir machen abwechselnd. Wir machen aber abwechselnd auf Friendship-Basis. Alter, Max, was geht? Danke für deinen Prime an Ju. Geile Socke. Max ist da. Max, unser Max. Ja, Max hat dir gerade ein Prime geschenkt. Echt jetzt? Guck mal, er realisiert das nicht. Hey, dafür, dass Max hier komplett in Startups investiert und Millionen schwer ist, hätte der auch der locker safe mindestens 2 verschenkte Subs geben können, ne? Oh, das ist auch nicht schlecht. Sehr, sehr schnell. Aua! Bauer! Schauer! Märchen! Lauer! Angelo hat ganz andere Taktik. Viel aktiv. Ey, Max Cho, vielen lieben Dank für deinen 5. Monat Prime Sub. Ich weiß gar nicht, wie viele Prime Subs du hast. What? Max Cho ist ein Freund von mir und wir heißen Gourmet-Könige, ja? Weil wir ganz oft in Gourmet-Restaurants essen, wie Gourmet-Restaurants wie zum Beispiel Burger King, McDonald's, ne? Und das war's dann letztendlich auch schon. Aua! Gringo ist sauer! Knapp. Oh, Gringo ist sauer. Ich glaube, meine Mom ist auch im Stream. Die hat ein bisschen gehört, dass wir Hunger haben, deswegen hat die angefangen zu kochen. Bist du noch im Game, John? Ja! Was gut. Was muss ich überhaupt machen? Ich kenne das Game auch nicht. Achso, lass dich nicht. Das ist das Game, was ich vorhin nicht verstanden habe. Ja, man muss weglaufen, weil man darf nicht verhext werden. Ganz ehrlich, bleib einfach stehen. Ja, stell dich mal hinter diesen Langschwanz. Ich stehe hier und mach. Ich sehe ja gar nichts. Aber das ist, glaube ich, ganz cool, wo du bist. Recht safe.
Da kann ja nichts passieren. Oh, da kommt aber einer. Sag ich jetzt. Lul. Wohnt meine Mom bei mir? Ja, die wohnt da. Tio, bitte bleib sub. Und Max, verfolgt mich. Was geht, Max? Wir müssen auf jeden Fall nochmal essen gehen, Max. Auf Gourmet-Bereich. Auf Gourmet-Basis. Definitiv. Oh, der kommt wieder. Monchichi. Mama Juice, Thomas Chuchichi. Thomas Chichi. Ey, wenn du gleich. Ey, ich grüß einen, der verfolgt mich die ganze Zeit. Das Nein, Kacke ich bin verhext! Ist, die Kacke ist, es gibt. Du bist verhext, 50-50, ne? 50-50, ja. Es ist nur 50-50. Es ist jetzt ab jetzt, heißt es nur noch überleben. Beziehungsweise. Oha, ich hab grad drei Leute. Verwirrt. Drei Leute habe ich angesteckt. Mit meiner Seuche, die ich hier habe. Da bist du! Ops, Mietz, es ist viel zu komplex fürs Hören. Hellfox AC schreibt auch Tomachichi. Oh, qualifiziert, nice. Bist du auch qualifiziert? Ja klar, du bist selbes Team. Ja, wir waren im gleichen Team. Das ist sehr spannend, das ist sehr spannend. Holst du mir die Krone? Also ich würde sagen, weil Angelo und ich jetzt, ne? Ganz ehrlich, wenn Angelo dir die Krone holt, dann ist das nicht deine Krone. Nein, will ich nicht sagen. Also Angelo hat eben. Natürlich, Alter. Angelo, was hast du für eine? Ja, guck mal, Angelo hat eben was rausgehauen, was uns quasi verbunden hat. Deswegen, wir hatten eben verschiedene Klamotten an, die haben wir mittlerweile auf uns selber an. Nur durch seine Ansage. Wir haben beide weiße T-Shirt an. Und? Das ist entstanden. Das durch trotzdem sein können, was er gehört. Würde ich an der Stelle. Was muss ich machen, Alter? Was willst du sagen, Digga? Chill deine Was willst du machen? Was willst du machen? Hier, oh mein Gott! Du musst ausweichen. Angelo spielt auch für mich. Ich habe ja letztendlich, ne? Ihn ja trainiert jahrelang mit Vollgeist. Was ist das denn für ein Dreck? Der einzige Dreck bist du. Also hat mir dein Vater gesagt. Dein Vater ist so funny. Ey, Johns Vater ist so funny. Es ist John, aber er spricht nicht so wie John. Also er spricht ja nicht Deutsch so. Also John spricht auch nicht so gut Deutsch. Oh mein Gott! Ah! Nein! Warum hast du das? Was mache ich denn? Du hast die Maus bewegt. Aber ich habe nur die Maus bewegt. Und dadurch mein Sichtfeld und mein Leiden. Nein! Ich schwöre. Jawohl, Alter. Ich wollte schon nur leiser machen, Karma. Weil der Lisa am Schreien war. Aber Karma. Wieso Karma denn? Wir sind doch in einem Team. Ey, es tut mir enorm leid, enorm. Sabotage. Ja, ist ja. Echt so. Hey, du musst gerade an das MOD-Finale denken, wo ich am Ende mitreden konnte. Für Miss Krass, die Zeit war beim Workshop am 15.10.2018 mit dem Drachen auf dem Fingernagel. Ich würde sagen, man wollte es kurz loswerden. Sorry for the cringeness. Alles gut, Sassy. Masters of Dance, ehrlich sagen, dennoch, ne, an sich nicht die allerbeste Erfahrung gemacht, weil Fernseher halt an sich einfach eine Sparte ist, die ich so nicht so machen würde einfach. Ich glaube, dass ich meine, weil wir selber... Ich habe zum ersten Mal weinen gesehen. Oh ja, würde ich mal sagen, das ist eine Lüge, ne, weil du hast mich schon sehr, sehr oft... Also generell jeden Sonntag weinen. Ihr müsst euch ja vorstellen, mit Rotzen so. So richtig, so wie ein Anime. Ins Gesicht geschmiert, ne. Aber ich würde einfach sagen, so Masters of Dance hat es gar nicht nötig, so diese Sendung, weil... Die beste Position, wollte ich nur mal kurz... Ja, ich sehe es. Masters of Dance hat es irgendwie nicht so ganz nötig, irgendwie viele Dinge so zu machen, wie sie gemacht haben letztendlich. Boah, ist mir zu steil. Ist mir einfach zu fucking steil, Mann. Weil ich meine so, wenn man sieht, was das für ein Line-Up war, ne? Master of Dance hat ein sehr sickes Line-Up, ne? Da waren echt kranke Tänzer. Ey, durch Master of Dance habe ich auch letztendlich Angelo kennengelernt. Darf man auch nicht vergessen. Und dann haben wir 2019 gerockt. Also, Mann, mach mal das Ding hier runter, Junge. Das ist ja hier wie, ne? Kennst du wie und alle so im Chat so, ja, voll. Und keiner weiß, worüber ich rede. Also, ich glaube, keiner schreibt auch ja. Also ganz ehrlich, ich bin komplett alleine mit meiner Meinung. War aber Masters of Dance in einer Live-Show, sagt Vanilschka. Ja, man merkte auch so, ich war super aufgeregt, weil ich war, alles was live anging, ne, alles was so, okay, die ungeschnittene Wahrheit, hatte ich immer so mega Schiss. Ey, würde ich jetzt nochmal Masters of Dance sein, ich würde erstmal einen Heroin-Jog raushauen. Weil, du musst wissen, ich nehme Heroin sehr, sehr viel, ne. Mm. Gut, ja, gut, dass wir darüber geredet haben. Ja. Nein, Leute, ich bin gegen Drogen. Ach nein, mir ist tatsächlich egal. Ey, das ist euer Körper.
Annika guckt sich ins Stream an, guckt gerade rein und denkt so, hey, nehmt irgendwelche Drogen, wenn ihr wollt. So, Annika, so, ruf mich an, zehnmal. Nein, alles easy. bist du auch weiter? Ja, natürlich. Nice, Alter, bei uns die Krone. Ich fand ja die Line-Up bei Master to Dance so sick, ne? Wirklich, also sie war schon echt next level und ich habe ja einige Battles mitbekommen. Einige B-Boy-Battles, ne? Ich habe ein bisschen Plan von Line-Up, ich glaube, mehr als andere Leute, die vielleicht in der Judge waren. No Front. Nee, warte, ganz ehrlich. Egal wie hoch ich mich stelle bei Master of Dance, ich stehe immer unter Vartan. Vartan ist einfach fucking Pionier, was Breakdance angeht und was generell die Hip-Hop-Szene angeht, ne? Vartan ist real fucking real Hip-Hop, ne? Deswegen, mit wem habe ich mich am meisten verstanden? Ja, natürlich mit Vartan halt, ne? Weil Vartan einfach... Alles richtig. Und ich habe sogar letztens noch mit Vartan geschrieben, weil Vartan einfach ein Typ ist, der sich wirklich... Damn it! Vartan ist ein richtig cooler Typ. Und wenn ihr noch was in der Zukunft sehen solltet, ne, dann mit Vartan. Ey, verpiss dich, Alter! Warum soll ich mich verpissen? Ich bin gerade dazugekommen. Ich bin gerade dazugekommen. Oh, yo. Ich gehe nicht durch die Mitte, Alter. Das ist mir zu dangerous. This girl is so dangerous. This girl is so bad girl. Fuck! It's dangerous. Boah, jetzt hab ich ein Ding ab und zu oft gehört, als ich im Club war. Ja, im Club. Ey, ich fall die ganze Zeit runter. Spring noch einmal. Ja, genau. Ich bin raus. Du bist raus. Ja, safe. Wieso heißt alle voll geil? Ja, weil die irgendwie Probleme hatten. Wer hat es mir nochmal erklärt? TJ, glaube ich, hat es mir erklärt, glaube ich. Weil dann Leute irgendwie irgendwelche rassistischen Namen hatten und die konnten es nicht so ganz kontrollieren oder sonst. Ich weiß auch nicht, ob es true ist. Der TJ labert auch manchmal Bullshit. So, wir müssen uns Memory merken. Das ist Pfirsich, Kirsche. Pfirsich, Kirsche. Okay, machen wir so. Blueberry, Pfirsich. Dann machen wir hier. Hier ist noch weniger los. Blueberry, Pfirsich. Gucken wir mal. Mit einem Hechtsprung. Ich halte mich fest sogar. Weil die Leute können ich immer noch runterkicken. Guck mal, der schiebt mich runter, der kleine Pimmel. Ja. Okay, wir haben hier Kirsche, Blueberry. Kirsche, Traube, Orange. Kirsche, Blueberry, Orange, Banane, Pfirsich. Kirsche. Orange, ganz weiter, geradeaus. Ja, da. Was? Da. Hier. Nein. Oh! Ey, so abgelenkt, alle so Kirsche, Pfirsich, Traube. Ne, ich hab dir gesagt, Orange, geradeaus. Was machst du? Du bleibst stehen. Aber, Bro, ganz ehrlich, ich dreh mich 360 Grad. Du sagst geradeaus. Wo ist geradeaus für dich? Wenn ich mich 360 Grad drehe, wo ist geradeaus für dich? Ich dreh doch, wie du spielst. Ich sag einfach geradeaus weiter, da, am Ende. Was machst du? Du bleibst stehen. Ja. Ja, kannst du auch nichts gegen sagen, ja? Ja, ne? Merkst du? Komm, ich will noch eine Runde. Ich will jetzt diese fucking Crone haben. Ich glaube, Annika ist auch gerade im Chat drin. Ich rum, Alter. Bist du Stress? Annika, Vorsicht. John ist extremst aggressiv heute drauf, weil er ist komplett auf Heroin. Nee, Annika traue ich mich. Sie verprügelt mich. Annika verprügelt dich komplett. Annika, du merkst schon, ja, ne? Ju ist voll am Stressen, ne? Annika Schulz, ich merke schon, schreibt Annika. Ja, Annika Schulz 07. Leute, liebe Freunde, wenn ihr Annika Schulz hier im Chat seht, warum eigentlich Annika Schulz 07? Bist du... denkst du auch, du James Bond oder was? Oh, ich bin ganz am Anfang! Ich bin so dumm. Du bist echt komplett erster Platz. Ich sehe gerade den Pfeil über dir. Oh, da kommen diese dicken Balls wieder. Es sind immer die dicken Balls. Alter, ohne Witz, ne? Immer alles läuft gut im Leben und dann kommen diese dicken Balls auf einmal an und du mit deinem kleinen Balls bist immer so direkt, wirst direkt weggedrashed. Nein, Alter! Du dreckig... John, ich bin Platz 30. Ich weiß nicht, was du für ein Platz bist, aber ich hoffe, du bist auf jeden Fall unter mir. Ich bin stehen geblieben. Du bist nicht qualifiziert? Thomas schreibt, Annika Schulz 07, bitte verhalten Sie sich freundlich hier in dieser Stadt. Ey, sorry, wenn ich gerade so schreie, ne? Lauter geht's leider nicht. Guck mal, hier habe ich einen Cheatcode. Ich springe hier rein, dann lasse ich mich shooten. Guck, zack. Brrr. Wer hat mir das nochmal gesagt? Oha, Alter. Oha. Ja, und dann geht's zurück. Und dann wieder was zurück. Ja. Oh. Ja, ist doch cool. Guck mal, hier klemm ich mich auf. So ein kleiner Drecks. Holy shit! Ich
shit, Digga! Alter, komplett Spiel einfach gehackt, Digga! Was ist da passiert? Was ist da passiert? Drübergebaut! Ist gerade ex. Alter, Rock ist stark. So, ich geh durch die Safe Mitte, Alter. Jetzt hier. Ich schaff Mitte jetzt bei so viel Glück, Alter. Als ob ich gerade der Einzige gewesen bin, der geschrien hat. Und Leute schreiben, John, schrei nicht so. Bitte! Oh, ich schaff's, ich schaff's. Nein, hast du nicht. Spring nicht. Jetzt, rüber! Oh, hey, oh mein Gott. Schaff's, Alter, easy, Alter. Platz 6. Gehst du wieso? Platz 6. Ey, der hat mich. Platz 8. Nice. Easy, cheesy. Was muss ich machen? Oh Gott, ich hasse es. Das ist das Schrecklichste ever. Ich bleib jetzt hier bei einem Ring. Wo ist der fucking Ring? Digga, du musst um die Ringe aus dem Löcher verstehen! Der kommt doch jetzt gleich! Beweg doch mit. Beweg deinen Kaktusarsch, Alter! Beweg dich! Das sind überall Ringe! Ja, wo ist denn der Ring? Hier ist kein fucking Ring auf einmal! Du musst ja rumgucken! Da neben dir! Lauf hoch! Die Hölle. Der Typ nennt sich Pro-Gamer, Alter. Du bist ein Stück Scheiße, spielst du sogar. Was machst du denn da? Da ist doch kein Ring! Da ist doch ein Ring! Goldener Ring! Oh, wo ist der? Ich komm nicht durch! Mann, Alter! Da! Du hast keinen! Da! Ja! Oh mein Gott, er hat seinen ersten Ring! Punkt. Ja, zwei gelbe Ringe! Ich motiviere hier mein Team, ja? Was macht ihr? Ihr macht gar nichts! Wir haben übertrieben Druck! Ich bin im drei Ringe von 50, Alter! Du hast dich carryen lassen, ey! Sei froh, dass dein Team nicht gut war, Alter! Alter! Was eine Runde. Abschweifen. Das ist gut, das kann ich gut. Annika liegt so im Bett, denkt sich so, kann sie gute Nachtstream gönnen, so, und wir sind einfach nur am Schreien. So, ich hole mir jetzt erstmal einen dicken Schwanz. Ja! Ja, den brauchst du auch, wenn du keinen hast. Ah, mir wurde Schwanz genommen. Warte, ich greife den hier ab. Er kommt. Guck hier, und zack! Fucking Wolf, Alter. Der kommt da links. Martin, wenn du Ton ausmachst, ehrenlos. Jetzt, aber er hat den Ton aus, schaut nicht, Mensch. Alter, dem Wolf hinterher, das bringt nichts. Nicht hinterherlaufen. Nicht so auf stupid hinterherlaufen, das bringt nichts. Da vorne! Der Meister! Du, was geht bei dir? So, jetzt! Ich dachte, das wäre kurz davor. Und der hat dich ausgetrickst, Bruder! Ey, ganz ehrlich, ne? Ich will diesen Schwanz holen, dann kommt irgendein anderer Typ ohne Schwanz und hält mich aber fest. Wo ist der Sinn hier? Ja! Ich bin Schwanz gehalten! Jetzt sind der Leute! Ja, ey, die auf dem Boden! Jawoll! Los, Bruder! 20 Sekunden! 23! Geh hoch! Irgendwo! Nicht in die Mitte! Bleib stehen! Oh, da kommen welche! Lauf! Da kommt niemand, da kommt nur jemand mit einem anderen Schwanz. Kommt keiner! Oh mein Gott! Das ist immer der Hammer gewesen! Oh. Der Hammer! Oh mein Gott, das war's! Oh, Digga, ey, Alter, ich hatte diesen Schwanz so in der Hand. Dafür nehme ich den Controller jetzt. Ey, heute war ein crazy Stream. Ich wollte eigentlich mit dir zweimal Ehre Man of the Galaxy machen, Alter. Wir haben nur ein einziges fucking Video geschafft und es ist extrem krass, was wir da alles gesagt haben. Mikro hackt ab bei mir. Ja, weißt du warum? Weil du eine Hackfresse hast, du. Mizzet, Alter, boah, gut, dass ich mich nochmal zurückgehalten habe mit meinen Beleidigungen, mit meinem ernsten Mindset, was ich generell über dich empfinde. Guck mal, ganz ehrlich, warum ist der Typ so viel schneller? Das ist viel zu doll. Das ist doch ganz nach vorne gedrückt. Fucking Mann, Alter, was ist das für ein Shit? Cheatet hier. Also ganz ehrlich, ne? Also nichts gegen, aber. Guck mal, wie der springt! Ja, du musst auch springen. Das ist der gleiche. Du musst auch springen. Hast du den Jump gesehen? Ey, nein, Alter, dieses Drecksplatter! John aggressiv, wie immer, wie jeden Morgen. Ja. John. Welcher Platz, John? Welcher Platz? Keine Ahnung, ich bin noch nicht drin. Was? Voll schlecht. Halt, bla, 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 bla. Ich fuck mich jetzt gerade nicht um. Ey, Bruni, ich komm nicht mal rein. Nein! Ey, John schreien ist wie so. Ich weiß, warum das Mikro abkackt. Das ist, weil Angelo so weit weg vom Mikro ist. Ich finde immer so leise. Oh shit, Alter, komplett Mikro gebrochen, fast. Was ist denn mit deinem Mikro gemacht? Okay. Oh. Ja, interessant. So, Angelo, mach mal hier auf Ehrenbasis bitte, ja? Billard. Einmal springst du rüber. Ey. Generell ist mein T-Shirt auch schon fast durchsichtig vor lauter Schweiß, ne? Ja, Alter, wollte ich nur mal ganz kurz erwähnt haben.
Der Ball springt. Oha, der Ball springt. Angelo, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, gut. Chill. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du schaffst es nicht. Rechts ist besser. Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Okay, ich habe vom Instinkt, weißt du, ich arbeite mit sehr vielen Instinkten. Okay, da ist gleich ein Abgrund, ne? Die nicht forgotten. Jetzt hier Abgrund, spring! Ja, perfekt, Angelo weiß, wie das Game funktioniert. Wo ist John? John ist schon raus. John, du bist drin. John, du bist raus? Hast du gesehen, Alter? Ich bin schon drin. Wir machen die Krone zusammen, Bro. Guck mal, ich trainiere, weißt du, guck mal, wie lange ich trainiere. Und es ist. Es ändert sich einfach nichts. Es ändert sich. Ich weiß nicht, du hast viel mehr Tests. Weißt du, wie viel Protein? Nee. Auf einmal. Ja, aber das ist, sagen wir mal so, trotzdem 3 mm mehr. Hm. Es sieht noch ein bisschen knochiger aus, weil ich weniger esse, aber wie viel Proteine ich täglich nehme. Ja, das frage ich. Für nichts. Ich verstehe das nicht. Nee, ja, Pizza ist kein Protein. Was? Pizza ist kein Protein. Wie viel gehst du eigentlich schwimmen? Digga, ich esse keine Pizza. Natürlich, Alter. Ab und zu vielleicht. Einmal im Monat. Ja, was willst du von mir, Digga? So viel wie ich trainiere. Traube! Junge, Traube! Irgendwas macht Jazz falsch. Der einzige. Banane. Oder Banane. Apfel. Banane. Banane, Apfel, Orange. Apfel. Wassermelone. Okay, ich denke mit. Banane. Banane, Apfel. Banane. Apfel. Melone. Banane. Apfel. Banane. Apfel. Wassermelone. Fuck. Okay. Links, nein! Halt dich fest! Mit L2! Mit R2! Alter. Hätte ich nicht gesagt. Banane. Banane! Banane, Pfirsich, Banane, Pfirsich. Banane, Apfel, Banane, Orange, Pfirsich, Kirsche, Melone. Banane, 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 bleib stehen! Ja, richtig. Halt dir fest! Nee, Box den runter! Ah, nee, alles Dreckstau. Gut, ich stehe genau in der Mitte. Gut. Oha, du bist weiter. Hast du nochmal Glück gehabt? Du nicht, oder was? Nein, ich bin raus. Ich merke, ich kann das Spiel nicht. Also, ganz kurze, ganz kurze Ansage. Wenn Angelo dann die Krone holt, ist das auch meine Krone. Nein, Alter! Natürlich, das stimmt Junge. Nicht! Natürlich nicht, Alter! Doch. Natürlich nicht! Das ist nicht dein Können, Alter! Das ist natürlich mein Können, ich habe ihn ausgebildet! Nein, du lässt den spielen, Alter! Was, fucking E-Sportler lässt irgendein anderes Spiel und sagt, ich hab gespielt! Ich bin genau das gleiche Prinzip! Das stimmt doch nicht! Gewinn den Shit, gewinn die Krone für uns. Alter, was geht mit dem Schwarzen? Ey, der ist fucking Cheater, Alter, das ist so ein Hacker. Fucking Usain Bolt oder fucking was, Alter? Ey, das ist doch gehackt. Ey, das ist doch gehackt. Ey, der Schwarze ist einfach safe durchgelaufen. Ich schwöre. Das ist safe gehackt. Ey, noch eine letzte Runde und dann sind Level 12. Wir. Guck mal, warum ich spreche von wir? Weil ich nicht so ein Ego-Mensch bin wie du. Sag mir nicht, dass ich mich beruhigen soll. Ich soll. Doch, du beruhigst dich jetzt. Sag mir das nicht. Du beruhigst dich jetzt einfach. Das ist das Schlimmste, was man einem sagen kann, wenn jemand aggro ist. Beruhig dich. Chill mal. Nein! Das ist das Schlimmste, wenn man gechillt ist und jemand sagt, chill mal. Oder jemand da bin ich triggert. Ja. Nee, ich finde, wenn man so gechillt ist, wenn man so denkt, so, man hat alles so unter Kontrolle, Bro, und dann kommt jemand so, chill mal. Dann, boah, dann werde ich sofort aggro. Nein, okay, so aggro ist auch nicht. Ja, das ist so stressig. Oh mein Gott, Alter, ich hasse diese Bälle! Auf jeden Hack, ja. Gibt's das auf die Switch? Nein, nur für PS4 so. Und Stream. Steam. John, bist du am Win? Bist du am Win, John? Red nicht. 36, Platz 36. John, bist du da? Bist du da, John? John. Okay, John, können wir den Argo. Ganz neue Seiten, die wir von John kennenlernen, sagen sie im Stream. Ja, genau. Nee, ganz ehrlich, so habe ich John kennengelernt. Im Rage Mode. Ich habe sehr viel mit John gezockt in der Vergangenheit. Alter. Hier wäre es. Das ist die family-friendly Version of John hier. Ich wurde gerade zu. Alter, wenn John ausrastet, dann rastet er manchmal eine Stunde aus. Ich bin da. Das weiß ich. Und er ist kurz, auch sehr ruhig laut. Dann auch. Ja, ja. So wie jetzt ich muss ganz kurz. Wenn John meint, also wenn es richtig aussieht. Ganz ehrlich, deswegen, wir warten nur auf Diablo 8. Nein, wir warten nur auf Diablo 4 oder jetzt 5, ich weiß gar nicht mal mehr. 4? Digga, Alter. Mit dir spiele ich nicht mehr. Natürlich spielen wir. Ich bin der Einzige, mit dem spielst. wenn Diablo 4 kommen sollte. Wahrscheinlich. Diablo 4 kommt wahrscheinlich 2025. Aber wenn das kommt, Alter, dann werdet ihr meinen Real John kennenlernen. Der ist so voll ruhig. Du Bastard, Alter. Ich war voll die Nase.
plötzlich. Dann ist ruhig und dann. Lässt hier, lass mich in Ruhe, Alter. Sag mir nicht, dass ich schreien soll. Wenn du mir das. Je öfter du mir das sagst, desto mehr schrei ich. Ey, chill, John. John, hast du Bock? Boah, Angelo hat immer damals gesagt bei einem Dreharbeit, wenn mega Stress war, habt ihr Bock? Und dann hat Angelo gesagt, habt ihr Bock? Aber in den schlimmsten Momenten kommt Angelo damals auch beim Dreh. Habt ihr Bock? Ich dachte, lass mich in Ruhe, Alter. Habt ihr Bock? Da hat doch Thomas auch gesagt, ne, halt die Fresse irgendwann. Irgendwann hat doch Thomas gesagt, halt deine Fresse! Halt deine Fresse, wenn wir Stress haben, dann haben wir Stress. Ich so, okay, Thomas. Oh, Hasch, hast du's noch? Oh mein Gott, Alter, du bist rausgeflogen! Okay, eine noch. So, komm, wir machen jetzt Platz 1. Fucking Krone, jetzt komm. Du bist ganz weit rechts. Hab ich schon gesehen, hab ich schon gesichtet. Aber ich benutze Cheatcode. Zack, brr. Guck mal, ich bin Erster! Und Zweiter jetzt. Und Zehnter wahrscheinlich jetzt. Damn it! Nein, dieses Drecksventilator, ich hasse die Teile, ich kann nicht mal aufstehen! Alter! Hoch mit dir! Hoch! Ich kann nicht bewegen! Ich kann... Boah. Oh, du Bastard, Alter. Jetzt. Oh, du... Okay, dann gehen wir hier lang. Ey, das kann doch nicht wahr sein, ey. Hä? Was ist passiert? Habt ihr es gesehen, Chat? Einfach respawn ohne Grund. Hey, ich wurde auch respawn. Nein! Oder das was? Was ist das denn für ein... Ich bin einfach... Ey, ich komm nicht ins Ziel. Ich werde einfach die ganze Zeit respawned. Ich wurde auch gerade respawned, einfach so ohne Grund. Oh mein Gott, Alter. Ich wäre durchs Ziel gekommen. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Ihr habt es gesehen, oder? Ich bin qualifiziert. Du auch? John, du auch? Nein, ich komme ja nicht ins Ziel. Ich war schon dreimal davor. Du musst ins Ziel kommen, John. Ich bin durch! Durch! Okay. Das habe ich immer verloren. Oh Gott, Schluck auf, oder was? John, überlebe, ja? John, einfach nur überleben. Immer vorne bleiben, immer schön vorne bleiben. Oh nee. Junge, das ist nicht vorne. Du musst immer runter gucken können. Guck runter. Du musst immer laufen. Immer in die entgegengesetzte Richtung. Guck jetzt direkt wieder rechts. Ah, ich bin hingefallen! Oh mein Gott. Ey, irgendein Bastard hält mich die ganze Zeit fest. Ja, ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin hingefallen. Nur springen. Aber weiter nach vorne, Bruder. Wie meinst du, hier oder was? Ja, genau. Einfach springen. Dann kannst du nämlich runtergucken. Genau. Ja, aber dann kommt das Ding so schnell und dann bin ich tot. Nein, da hast du viel mehr Zeit zu reagieren. Guck, genau deswegen. Oh mein Gott, was ist das denn? Komm, nur überleben. Alles gut. Noch eine Sekunde. Hast du qualifiziert, Bro? Nein, ich bin raus. Nein, ich bin drin. Okay, jetzt wir holen uns die Krone. Weißt du, wer Timeout versetzt wurde? Wer? Fiona. Was? Fiona, da ist sie. Hallo. Schön zu wissen, dass Angelo gut angekommen ist. Well. Komm schon. Wir haben hier keinen Cheater auf jeden Fall. Ah, Hilfe. Schönes Ding. Einfach nur geradeaus durch. Ja, einfach nur. Ja. Geradeaus. Und dann links. Geradeaus, dann links. Wow! Okay, jetzt wird's Harper. Was auch immer Harper heißen soll. Ab jetzt. Ah! Fuck! Jetzt wird's knapp! Jetzt wird's sehr, sehr knapp! Ich bin durch! Ah. Welche Nummer, Bro? Wenn du die Krone holst, ey, dann ist es auch meine Krone. Welche Nummer bist du, Bro? 9394, ja? John GG. Kein Team. Team. Oh Gott, das ist schwierig. Obwohl, da haben wir immer gerockt. Da haben wir eigentlich immer gerockt. 9394. Ich hasse 9394, okay. Da, das ist John. Der Kaktus. Der blaue Kaktus, das ist John.
Oh, bitte, John, komm. John, du spielst scheiße, Mann. Ey, die haben schon ein Tor gemacht, Alter. Was bist du für ein John, mach Torwart, mach Torwart, mach Torwart, John. Mach Torwart. Mach Torwart, mach Torwart, John. Aber ich will Stürmer sein. Dreh die Kamera, Alter. Wir sehen nichts, John. Ach, wir müssen selber drehen, die Kamera, okay. Die Gelben haben schon einen Punkt, John. Mach Torwart, mach Fliege. Du bist Fliege, John, du bist eine Fliege. Du kannst im Torwart stehen, aber du kannst auch rauslaufen. Was machst du, Digga? Nein, John, du musst machen. Dein Team ist dumm. Dein Team ist extrem dumm. Denk immer, dein Team ist dumm. Ja, also muss ich ja die Tore machen. Wir haben noch kein einziges Tor gemacht. Chill. Die machen. Du hast noch 1:38. 31. John, als Torwart, das war ziemlich knapp und dumm. Vorsicht, weil wenn die Gelben zu nah sind, dann springen, dann werfen die den Ball über dich. Okay? Immer nicht. Also halt immer doch einen gesunden Abstand. John, das war so dumm. John, bitte. Oh mein Gott, John, bitte. Komm, bitte. Oh mein Gott, John, bitte. Oh, John. Ich verliere all mein Geld, John. Ich habe alles Geld auf dich gesetzt. John, ich habe, oh mein Gott, 3-0. Oh mein Gott, ich kotze, John. John, bitte. Ey, ich bring die Scheiße jetzt nach vorne. Ich hätte von Anfang an. Ja, dann mach, was du willst, John. John, du bist der Boss jetzt. John, nein. Mach den Ball rein, bitte, John. Mach 3-4 Bälle rein, bitte, John. Mach 4 Bälle rein. Komm, pass die rüber, Digga. Mach der nicht. Dann macht's nicht. John, jetzt rein. Nein! John, nein! John, 5 Punkte musst du machen. Okay. Du musst 5 Punkte machen in 20 Sekunden, John. Okay, 1, 2. Mach rein, Hol die Bälle. John, nimm den nächsten Ball. Viel zu lange gewartet. John, oh mein Gott. Wir haben nur noch 11 Sekunden, das schaffen wir nicht. John, du musst nicht bleiben. Oh mein John. Gott. Wir haben es wieder nicht geschafft, liebe Freunde, die Krone zu holen. Kurz davor, knapp davor. Mal es gegeben, liebe Freunde. Bruder, was ist los? Bruder, muss los. Wohin denn, mein Junge? Großmutter, frag nicht so dumm. Ey, da